Hey Leute, am Dienstag wurde ja ein neuer Star Wars Film angekündigt, zusammen mit einigen weiteren sehr guten Star Wars Serien-News. Und das ist erstmal mega geil, dass wir hier überhaupt jetzt am Anfang dieses Jahres neue Infos zu Star Wars Projekten bekommen. Aber seit diesem Dienstag, sind auch noch ein paar andere Sachen geleakt worden. Und ich meine, ihr kennt mich wahrscheinlich jetzt schon seit längerem, wenn ihr meine Videos schaut. Wenn so News über so große neue Projekte rauskommen, kann mein Gehirn einfach gar nicht anders als Theorien aufzustellen, wie das Ganze aussehen könnte und wie das Ganze cool sein könnte. Und je nachdem, wie das Ganze abläuft, was genau dabei hinterher rumkommt, sehe ich da extrem große Chancen bei diesen neuen Filmen, aber auch potenziell das ein oder andere Problem, was ich da aufstellen könnte. Und über all das würde ich heute gerne mit euch reden. Bevor wir aber ins Thema richtig einsteigen können, lasst uns nochmal kurz die News anschauen, die da Dienstag rausgekommen ist, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Dienstag wurde der neue Film The Mandalorian and Grogu angekündigt. Ob das jetzt wirklich der Name ist oder nicht, wissen wir nicht, aber hier wird es halt um Mando und Grogu gehen, deswegen heißt das Ganze jetzt erstmal so. Jon Favreau soll hier Regie führen und neben Kathleen Kennedy und Dave Filoni auch selbst den Film produzieren. Interessanterweise wurde bisher kein Autor für den Film genannt. Sowohl Favreau wie auch Filoni wären möglich oder beide zusammen, denn beide schreiben ja Sachen fürs Mandoverse. Favreau war für die meisten Skripte von The Mandalorian zuständig, Filoni für alles in Ahsoka und das ein oder andere Skript von The Mandalorian, deswegen beide wären möglich, aber es wäre auch jemand von außen definitiv machbar. Der Film soll dann noch dieses Jahr in Produktion gehen. Bei meinem Update-Video am Dienstag habe ich ständig von nächstem Jahr gesprochen, aber nein, wir haben schon 2024. Mein Gehirn musste sich erstmal dran gewöhnen. Dieses Jahr 2024 soll er irgendwann in Produktion gehen. Ich vermute mal eher so Ende des Jahres, aber wer weiß, vielleicht fangen die Dreharbeiten auch in 2 Wochen an. Genau sagen können wir das nicht wirklich. Und in dem Artikel, der auf starwars.com rausgekommen ist, steht jetzt auch schon frei übersetzt, dass dieser Film jetzt die Zukunft der weiteren Star Wars Filme anführen soll. Was sich für mich so anhört, als würde das dann jetzt auch der erste Film sein, den wir in den Kinos als nächstes sehen werden. Gleichzeitig sagt der Artikel aber auch noch, dass die anderen 3 bei der Celebration angekündigten Filme auch noch kommen werden. Also auch der Mandoverse-Film mit dem Kampf Neue Republik gegen imperiale Kriegsherren von Dave Filoni, der soll auch noch kommen. Und der Artikel sagt sogar, dass es circa Staffel 2 in Planung ist. Und das ist jetzt nicht irgendeine Zeitschrift, irgendeine Internetseite, das ist offiziell starwars.com. Also irgendwer bei Lucasfilm muss da dem Typen, der für die Seite zuständig ist, gesagt haben, das muss da alles rein. Und dann würde ich das als relativ offizielle Ankündigung nehmen, dass eine zweite Staffel kommen wird. Und zusätzlich bekommen wir von der Seite Deadline, also das ist jetzt nicht offiziell von starwars.com, aber Deadline ist normalerweise relativ gut informiert und die hauen jetzt einfach nicht nur wilde Gerüchte raus, ohne dass sie das als wilde Gerüchte kennzeichnen, dass auch Mando Staffel 4 weiter produziert wird. Also der Film ersetzt Staffel 4 jetzt nicht. Soweit, so gut. Und natürlich werde ich euch auch über all das weiter auf dem Laufenden halten, über den Film, die anderen Filme und die ganzen Serien. Lasst also auch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr dazu sehen wollt. Und ich möchte gleich mit euch über die Chancen reden, die dieser Film bietet. Warum das vielleicht eine richtig, richtig gute Idee ist, diesen Film zu machen und wie es da auch storymäßig drin aussehen könnte. Und natürlich auch mit euch auf die Leaks eingehen, die sehr interessant sind. Aber die Ankündigung von diesem Film könnte halt eben auch auf Probleme hindeuten, wie ich am Anfang schon angedeutet habe. Denn Disney hat den nächsten Star Wars Film schon vor Jahren für Dezember, also eigentlich erst 2025 angekündigt, aber dann während der Pandemie auf Dezember 2026 geschoben. Das heißt, Disney erwartet jetzt, dass Lucasfilm bis Dezember 2026 einen Star Wars Film produziert und final hat, damit er im Dezember 2026 in die Kinos kann. Und jetzt ist es natürlich nett, dass wir einen Mando und Grogu Film angekündigt bekommen haben. Die Frage ist aber, warum kündigen die den jetzt an und warum sieht es jetzt so aus, als ob das der nächste Star Wars Film werden würde? Könnte es vielleicht sein, dass der nächste Film eigentlich der Rey Sequel Film von Obaid Chinoy hätte sein können, die aber das Skript nicht schnell genug fertig bekommen? Denn die Leaks, die wir bisher hatten, hießen immer, okay, dieser Rey Film, der geht jetzt bald in Produktion, das wird der nächste Film sein. In so April, Mai 2024 fangen die Dreharbeiten an.
Aber davon hört man jetzt hier ja im Prinzip nichts. Entweder weil die Streiks so lange gedauert haben, könnte das sein, oder weil kein Drehbuchautor mehr so verrückt ist, für Star Wars irgendwie ein Drehbuch schreiben zu wollen, weil Star Wars halt einfach in den letzten 5 Jahren so viele Projekte angekündigt hat, aus denen dann nie was geworden ist. Entweder hieß es immer, okay, kreative Differenzen mit dem Regisseur oder mit dem Drehbuchautor, und wir haben mittlerweile auch schon von so vielen anderen Regisseuren und oder Drehbuchautoren gehört, dass sie mal mit Lucasfilm im Gespräch waren, dass sie auch schon mal an Skripten angefangen haben zu arbeiten und dass dann da aus verschiedensten Gründen, was auch immer da immer genannt wird, halt nichts draus geworden ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass einfach jetzt kaum noch bekannte Drehbuchautoren bereit sind, einfach dieses Risiko einzugehen, bald selber schlechte Presse zu bekommen, dass bald überall in den Überschriften drinsteht, ach, Drehbuchautor so und so, war ja in Gesprächen mit Lucasfilm, einen Star Wars Film zu machen, aber kreative Differenzen oder Lucasfilm hat das Drehbuch nicht gefallen oder so, ist bestimmt nicht so geil, wenn das die ganze Zeit dann in der Presse so rumgeht. Und deswegen könnte es halt sein, dass Lucasfilm sich dann denkt, okay, wir nehmen Jon Favreau, der macht sowieso schon The Mandalorian seit Jahren für uns, schreibt da die Drehbücher für, und wenn er dafür schon die Drehbücher schreibt, kann der auch einfach bei seinen Sachen bleiben und mal ein The Mandalorian Filmdrehbuch schreiben. Der läuft uns sicherlich nicht weg, und mit dem werden wir auch nicht so krasse kreative Differenzen haben wie mit irgendwelchen Leuten von außen. Und dann einfach die Hoffnung haben, dass das irgendwie klappt und Lucasfilm und Star Wars auch wieder für nicht nur für Fans, sondern halt auch eben für Mitarbeiter attraktiver wird. Sonst hätte man ja auch noch den James Mangold-Film über die Anfänge der Jedi, den man jetzt schneller hätte bearbeiten können, dass der dann vielleicht Dezember 2026 rauskommt, und den bereits besagten Dave Filoni-Film. Die Probleme hierbei sind aber, James Mangold letztes Abenteuer war eben der neue Indiana Jones-Film, der wohl extrem an den Kinokassen gefloppt ist. Und da ist so die Frage, okay, wollen die jetzt wirklich, nachdem das auch so durch die Presse gegangen ist, dass James Mangold mit Lucasfilm an der Lucasfilm-IP gearbeitet hat, das ist mega gefloppt, und dann wird er der Regisseur des nächsten Star Wars-Films nach irgendwie 5 Jahren, 6 Jahren, wann auch immer der Film rauskommt, 7 Jahren Star Wars-Filmpause, ist jetzt auch nicht so die geilste Presse für den nächsten Star Wars-Film. Und beim Dave Filoni-Film gibt es jetzt eher weniger Probleme, was so das Inhaltliche angeht, aber da haben wir schon durch viele Leaks gehört, und das erscheint mir auch relativ wahrscheinlich von dem, was man so aus den Serien sieht, dass eben noch so 1, 2 oder 3 Serienstaffeln erst noch ablaufen müssen. Also dass erst noch die Story von Ahsoka Staffel 2 erzählt werden muss und dann die Story von Mando Staffel 4 und so, um überhaupt zu einem Punkt in der Geschichte des Mandoverses zu kommen, wo der Film dann Sinn ergibt, der erzählt werden soll. Sonst müsste man erst irgendwie in den Film eine Story reinpacken, die eigentlich mehr für eine Serie geeignet wäre, um mehr aufzubauen, um dann erst zur Story von einem krassen Film zu kommen. Und das wäre natürlich auch blöd. Und vielleicht hätte das zeitlich bis 2026 gepasst, wären die Streiks in den USA nicht so lange gegangen. Und jetzt müssen die Serien halt erstmal aufholen, aber die schaffen es längst nicht, 2 bis 3 Staffeln an Mandoverse-Serien dann fertig zu kriegen und dann noch die Dreharbeiten und Produktion von dem Filoni-Film zu machen. Das würde bis Dezember 2026 wahrscheinlich nicht klappen. Also könnte es jetzt sein, dass die diese Ankündigung gemacht haben, einfach weil die keine Möglichkeit hatten, einen anderen Film bis dahin fertig zu kriegen, und jetzt irgendwie versucht haben, drin rumzuwühlen in ihrer Ideenkiste, was denn momentan möglich wäre, was man schnell machen könnte, und da ist halt nur eine Story über Mando und Grogu gekommen? Ich weiß es nicht. Das wäre eine recht pessimistische Deutung dieser Ankündigung. Und es muss aber auch nicht so sein. Sollte das aber so sein, würde ich sagen, wäre es zumindest positiv, dass sie es nicht wieder wie bei Episode 9 machen. Einfach irgendwas zusammenwürfeln und überhastet machen, was hinterher absolut keinen Sinn ergibt und auch nicht gut aussieht, nur um die Deadline zu treffen. Andererseits ist dann da so die Frage, okay, die überhasten nicht, indem sie eine ganz neue Story machen, aber wird dann vielleicht diese Mando-Story überhastet erzählt? Und wird dann vielleicht die Story von Staffel 4 im Film verwendet, was dann die eigentliche Produktion von Staffel 4 schlecht macht, weil die dafür dann keine Story haben? Oder versucht man noch irgendeine Story neu für Mando und Grogu da reinzuquetschen, die dann vielleicht mit den Serien keinen Sinn mehr ergibt? Da bin ich mir nicht sicher. Und wie gesagt, ich habe einige coole Ideen,
zu denen wir jetzt gleich kommen werden, wie dieser Film halt mega interessant für mich und ich glaube auch für viele andere Star Wars Fans werden könnte. Aber mit den letzten Filmfehltritten, die Star Wars da gemacht hat, kann ich persönlich nicht anders, als trotzdem skeptisch zu bleiben und mir immer so zu überlegen, okay, ja, das hört sich cool an, aber wird das im Endeffekt wirklich kommen oder wo ist halt der Haken dabei? Und das könnte halt so ein Haken sein. Andererseits kann es halt auch einfach eine Chance sein, The Mandalorian größer zu machen und die Story von The Mandalorian halt einfach qualitativ besser zu erzählen. Also wer weiß. Aber wenn man sich dann noch so die Leaks von den beiden größten Leakern der Star Wars-Szene momentan so anhört, geht es dann doch eher so in die pessimistischere Richtung. Was aber nicht bedeutet, dass der Film hinterher schlecht wird, nur dass die Gründe für den Film vielleicht nicht die besten sind. Denn Making Star Wars und Bespin Bulletin haben kurz eben nach dieser Nachricht von diesem Film einen Podcast zusammen aufgenommen und da einige sehr, sehr interessante Sachen erwähnt. Nicht nur zum Mando-Film und Mando Staffel 4, auch zu einigen weiteren Sachen. Wir konzentrieren uns jetzt hier aber hauptsächlich auf Mando und The Mandalorian und den Mando und Grogu-Film. Aber behaltet im Hinterkopf, das sind eben nur Leaks. Im Filmgeschäft und scheinbar auch vor allem bei Lucasfilm kann sich auch viel ändern, aber die beiden haben deutlich mehr als so die Hälfte der Zeit mit ihren Leaks definitiv recht. Bespin Bulletin und Making Star Wars haben zum Beispiel wirklich einen Großteil von The Book of Boba Fett, von der Story komplett geleakt. Und das richtig, also die haben mit ihren Leaks schon sehr, sehr oft recht. Die Leaks, die da jetzt rausgehauen haben, waren unter anderem folgende. The Mandalorian wird auf Disney Plus bald zu Ende gehen und als Star Wars Flaggschiff soll The Acolyte übernehmen. Also vielleicht ist Mando Staffel 4 dann die letzte Mando Staffel. Für The Acolyte seien aber schon mehrere Staffeln geplant und wenn die erste Staffel wirklich einschlägt, könnten da 2, 3, 4, vielleicht mehr Staffeln kommen und so wie es aussieht, könnte sogar schon die Produktion der zweiten Staffel Ende diesen Jahres starten. Dann soll der Drehbuchautor für den Rey-Film, Steven Knight, bisher scheinbar noch absolut kein Drehbuch für den Rey-Film eingereicht haben, was Dreharbeiten noch in diesem Jahr, wie das eigentlich geplant war, sehr schwierig machen. Deswegen soll jetzt eben der Rey-Film nach hinten verschoben werden, entweder um Knight mehr Zeit zu geben oder um einen neuen Drehbuchautor ranzuholen. Laut deren Informationen soll die Hauptstory von The Mandalorian Staffel 4 dann die Story des Filmes werden. Und die eigentlichen Nebenplots aus Staffel 4 sollen größer gemacht und dann zur eigentlichen nächsten Mando-Staffel gemacht werden. Was, wie ich schon gesagt habe, vielleicht dann den Film ziemlich gut werden lassen könnte. Staffel 4 dann vielleicht eher schlechter, ich bin mir nicht sicher. Der Film soll aber um die Abenteuer von Mando und Grogu gehen und sich mehr so wie Staffel 1 anfühlen, mit dem Unterschied, dass hier dann Grogu sozusagen ein Kopfgeldjäger-Azubi unter Mando ist. Und was Favreau angeht, laut den Leaks soll Favreau bei The Mandalorian wohl das Gefühl gehabt haben, dass die da quasi als Fernsehshow so quasi einfach machen könnten, was sie wollten. Nicht jede Folge könnte ein Riesenbanger werden und deswegen sei eben auch keine große Wichtigkeit darin, die Story schnell und zügig weiterzuführen und hat dann dadurch noch mehr und mehr einfach Nebenstories mit reingepackt. Das würde sich aber vermutlich bei einem begrenzten zweistündigen Film ändern und Favreau müsste sich da dann halt eben komplett auf die Story konzentrieren und gucken, dass da die Story gut weitergeführt wird, ohne großartige Ablenkungen von links oder rechts. Und der Film soll mit 130 Millionen US-Dollar das gleiche Budget bekommen, wie es die vierte Staffel bekommen sollte. Was weniger ist als die anderen Disney-Star Wars-Filme bisher, um ehrlich zu sein. Was auch darauf hindeutet, dass das Ganze dann vermutlich wie eben Staffel 1, 2 und 3 auch im Volume gedreht werden wird. Die Produktion soll dann auch genauso lange dauern wie die einer Mando-Staffel, aber da die Laufzeit des Filmes auf 2 Stunden begrenzt ist, soll der Film somit die Zeit und das weitere Geld besser darauf verwenden können, eine größere, krassere und qualitativ hochwertigere Story zu machen. Bisher seien wohl auch laut manchen Quellen wohl direkt 2 dieser Mando-Filme geplant, mit der Chance, dass aus diesen 2 Filmen 3 Filme, also eine Trilogie wird, wenn der erste Film gut an den Kinokassen performt. Und selbst wenn der floppt, scheint die Produktion für den zweiten Film auch schon irgendwie direkt geplant zu sein und mit ins Budget eingeplant zu sein, wer weiß.
Dann haben die noch einige Leaks mehr rausgehauen, die jetzt nicht unbedingt damit zu tun haben, wie unter anderem, dass Dave Filoni selbst wohl eine Zeit lang als der Regisseur für Episode 7 bei Lucasfilm gehandelt wurde und erst relativ spät sich dann doch auf J.J. Abrams geeinigt wurde. Aber sonst gab es da nichts weiteres, was den Mando-Film hier betrifft. Und wie gesagt, nehmt die Leaks für das, was sie sind, Leaks. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass hinter denen zumindest der ein oder andere Funke Wahrheit steckt. Aber gut, was bedeutet das jetzt für den Film und welche Ideen habe ich dazu? Wenn ich persönlich jetzt so an die drei Mando-Staffeln bisher, aber auch an The Book of Boba Fett zurückdenke, hat sich daher von der Story her in den letzten Jahren einiges getan. Denn Mando fing so in Staffel 1 als ein unbekannter Charakter an, der einfach ein cooler, kaltblütiger Kopfgeldjäger war und da verschiedene Kopfgeldjäger-Missionen ausgeführt hat. Und wurde dann über die drei Staffeln mehr so zu dem guten Daddy des Mandoverses, der die großen galaktischen Events miterlebt. Was einerseits ziemlich cool ist. Ich mag das, so große galaktische Events in Star Wars zu sehen und auch der Luke-Moment in Staffel 2 war mega, mega cool. Aber gleichzeitig hat mir die erste Staffel mit diesen Kopfgeldaufträgen in verschiedenen Settings halt auch verdammt gut gefallen. Und deswegen dachte ich so, okay, diese Mando und Grogu Story geht jetzt mehr so in Richtung wirklich große galaktische Events, die machen krasse Sachen und die werden jetzt zu den Guten. Und dann kommt jetzt The Book of Boba Fett und da wird Boba Fett halt als dieser neue Unterweltboss eingeführt, der Kopfgeldsachen macht, vielleicht halt krumme Jobs annimmt und sich mit anderen Unterweltsyndikaten anlegt und so. Aber das hat die Serie hier nur so semi gemacht. Boba Fett fühlt sich auch mehr so wie der große, liebe Opi an, fast schon, und nicht wie der krasse Kopfgeldjäger mehr. Und versteht mich nicht falsch, Teile von The Book of Boba Fett fand ich wirklich, wirklich cool, aber es hat halt nicht das reingebracht, was ich eigentlich davon haben wollte. Dass wir Fans aber auch so Kopfgeldjäger-Stories wie eben in Staffel 1 sehen wollen, hat Lucasfilm, glaube ich, mittlerweile verstanden. Weshalb im Mandoverse eher so in Ahsoka auf die großen Events mit Imperium und Neue Republik in Zukunft weiter eingegangen wird, glaube ich zumindest. Und Mando und Grogu werden da sicher auch zwischendurch auftauchen und dieser Neue Republiks Kriegsherrenfilm von Dave Filoni wird das auch machen, aber ich glaube für Mando und Grogu geht es so ein bisschen back to the roots. Das war vermutlich eigentlich der Plan für Staffel 4 und wird jetzt irgendwie in den Film verwurstet. Aber die Frage ist, wie sieht das jetzt inhaltlich aus? Am Ende von Mando Staffel 3 haben wir ja gesehen, dass Mando so inoffiziell einen Job als freischaffender Kopfgeldjäger für die Neue Republik bekommen könnte. Und das könnte den Film doch noch wirklich sehr interessant machen. Für Staffel 4, wenn es jetzt einfach in der Serie weitergegangen wäre ohne Film, hätte ich jetzt einfach gesagt, Mando hat vielleicht so ein bis zwei Abenteuer mit einem Monster der Woche sozusagen, vielleicht wirklich ein wortwörtliches Monster, das irgendwer auf Nevarro Hilfe braucht, gegen den großen Drachen zu kämpfen oder so, so ein bisschen was wir schon aus Staffel 1 oder 2 gesehen haben. Vielleicht nimmt er auch in einer Folge noch einen Job von einem alten Freund an und macht dann noch irgendein krummes Ding, irgendwas Kopfgeldjägermäßiges oder befreit nochmal jemanden aus dem Gefängnis oder irgendwie halt was ganz Neues, was aber moralisch vielleicht jetzt nicht so gerade ist. Und den Rest der Zeit nimmt er halt eben Kopfgeldjägeraufträge von der Neuen Republik an und jagt Imperiale. Vielleicht einen grauenhaften Veteran von Operation Asche, wie wir den schon in Staffel 2 gesehen haben, nur da dann halt eben als Auftrag, dass er den auseinandernehmen soll. Vielleicht soll er Imperiale ausschalten, die eine neue Schiffswerft bauen wollen, irgendwie sowas. Womit wir zum einen wieder dieses Kopfgeldjäger-Feeling haben könnten, mit so ein wenig größerer Story durch den Bezug zu Imperium und Neue Republik. Aber jede Folge steht für sich alleine und in jeder Folge hat er halt einen neuen Auftrag und es kommt ein neues, cooles Setting dazu und wir sehen vielleicht eine Asteroidenbasis, keine Ahnung, irgendwie sowas. Sowas in der Art kann natürlich auch für den Film gemacht werden, aber ich glaube, für den Film muss was Größeres her, um wirklich die Leute in die Kinos bekommen zu können. Aber ich glaube, man könnte diese Story mit Mando und Grogu als Kopfgeldjäger, die Imperiale jagen, durchaus in einen Film verwandeln. Vielleicht fängt der Film da mit einem Kopfgeldjob an und wir sehen, wie Mando einen Imperialen fängt und zur Neuen Republik zurückbringt. Wir erfahren nochmal, dass Mando ein Kopfgeldjäger ist. Wir sehen, dass Mando inoffiziell Imperiale jagt für die Neue Republik. Und wir sehen, dass Grogu hier von Mando als Kopfgeldjäger und auch als Mandalorianer ausgebildet wird. Und damit hätten wir so das Grundgerüst von der Story nach Staffel 3
etabliert, wir hätten eine coole Action-Sequenz am Anfang und wir könnten einige Charaktere aus der Serie für die neuen Fans, die jetzt nur den Film gucken, nochmal neu etablieren. Also sprich Mando und Grogu natürlich, aber vielleicht auch Captain Carson Taver von der Neuen Republik, vielleicht auch Zeb, der dann da mit dabei ist. Man könnte Greef Karga hier dann neu zeigen und vielleicht ein paar Mandalorianer, die auf Nevarro in der Nähe von Mando leben. Vielleicht kommt da Bo-Katan die einmal besuchen und dann wird Bo-Katan hier auch nochmal eingeführt, dass die dann auch mal in einem Film mit dabei war. Und damit könnte man so die ersten 20, 30 Minuten des Films verbringen. Und dann könnte das Imperium nach Nevarro kommen und da Ärger machen. Entweder vielleicht einfach so, weil die ihr Territorium erweitern wollen, oder bei den verschiedenen Jobs, die Mando ausgeführt hat, hat er irgendwie Spuren hinterlassen und das Imperium ist langsam sauer auf ihn, oder eine Kriegsherrenfraktion ist sauer auf ihn, weil er so viele Imperiale ausschaltet und deswegen wollen die jetzt nach Nevarro kommen und Mando ausschalten. Oder die kommen dahin, weil der Planet ja vorher von Moff Gideons Leuten besetzt war. Da haben wir ja in Staffel 2 auch gesehen, dass da so ein Labor war, was dann in die Luft gejagt wurde. Entweder die wollen zu dem Labor und wissen nicht, dass das zerstört ist, oder die wollen da trotzdem noch was rauskriegen, oder es gibt noch mehr Labore auf Nevarro, von denen keiner was weiß. Und da könnte man dann halt irgendwie so die Story von Palpatine wird geklont weiterführen, oder was auch immer die Imperialen mit Grogu vorhatten, oder von Snoke-Prototypen, irgendwie sowas, wenn man das machen möchte. Und vielleicht könnte es auch nur so ganz klein mit da reingesprenkelt werden, dass es nichts wirklich mit der Hauptstory zu tun hat, aber dass man da noch so ein paar kleine Brotkrumen bekommt. Ich glaube, das könnte dem Film helfen, auch ein bisschen mehr Hype zu generieren. So oder so kommt das Imperium nach Nevarro, Mando und Grogu überleben das, aber vielleicht vernichten die das mandalorianische Dorf da und töten viele Mandalorianer. Oder Greef Karga wird getötet und kommt dann halt in den weiteren Staffeln nicht mehr vor. Das Imperium muss dann aber fliehen oder denkt sich, okay, wir haben unsere Nachricht abgeschickt. So ein bisschen so ähnlich wie die Piraten in Staffel 3. Und Mando wird dann halt mega sauer und beschließt, hinter dem imperialen Boss irgendwie eine Vendetta anzufangen, der diesen Angriff auf Nevarro begonnen hat. Und dann muss Mando ein paar Missionen ausführen, um immer näher an diesen Boss ranzukommen. Und am Ende gibt es dann halt irgendwie einen großen Standoff zwischen diesem Imperialen und Mando oder vielleicht eine große Raumschlacht, weil Mando dann die Neue Republik mit dran kriegen kann und die dann da hilft, diesen Kriegsherren auseinanderzunehmen. Und im Laufe dieses Films könnten wir dann auch erfahren, dass es vereinzelte Kriegsherrenfraktionen gibt, die jetzt nach dem Tod von Moff Gideon sich noch mehr gegenseitig bekriegen als vorher. Und das kriegt man halt so am Rande irgendwie mit. Einzeln sind die natürlich noch sehr mächtig, vor allem gegen einen einzigen Mandalorianer oder so ein paar Rangers der Neuen Republik in einfach nur Sternenjägern. Aber gegen eine größere, vereinte Neue Republik hätten die nicht so viel Chancen, wenn die alle gegeneinander stehen. Und am Ende des Filmes taucht dann vielleicht noch Thrawn auf, der dann langsam versucht, diese Imperialen wieder zusammenzuführen. Und dann endet der Film, man hätte einen Cliffhanger und das Ganze könnte dann halt eben in diesen Dave Filoni Neue Republik, Kriegsherrenfilm übergehen, dass das Ganze da so ein bisschen angeteased wird. Das hätte mehrere Pluspunkte für mich, diese Art von Story hier. Man hätte hier zum einen eine mehr oder minder alleinstehende Mando- und Grogu-Geschichte. Klar, wenn irgendwelche Charaktere sterben, dann beeinflusst das natürlich schon den weiteren Fortgang, aber wenn es jetzt hier ein neuer Imperialer ist, der eingeführt wird, der dann am Ende von Mando besiegt wird oder getötet wird, dann hat das nicht so einen großen Einfluss auf die weitere Geschichte. Und wenn am Ende dann so ein kleiner Cliffhanger mit Thrawn ist, ist es eigentlich nicht viel mehr als das, was wir in Ahsoka gesehen haben, nur so eine kleine weitere Fortführung. Aber so oder so würde dann die Story dieses Films nicht wirklich die Story von Mando Staffel 4 oder Ahsoka Staffel 2 oder so beeinflussen. Das heißt, wir könnten quasi beides haben, eine relativ alleinstehende Mando-Geschichte, die ziemlich cool ist und die halt trotzdem den weiteren Fortgang dieses Mandoverses nicht wirklich so sehr beeinflusst. Wir hätten wieder mehr so dieses Space-Western-Feeling, ein Kopfgeldjäger, der seine Ziele jagt, was ja in Staffel 3 deutlich kürzer gekommen ist, aber trotzdem noch die ein oder andere Einbindung von Imperialen und vielleicht auch ein wenig der Neuen Republik. Und wenn so dieses Grundgerüst genommen werden würde und gut umgesetzt werden würde in dem Film wirklich, könnte ich mir vorstellen, dass der Film ganz gut wird. Und mir definitiv sehr gefallen kann, aber auch einer größeren Fanbase gefallen kann. Da ist dann, glaube ich, alles drin, was
viele Star Wars Fans wirklich haben wollen. Zum einen eben dieses Mando und Space Western Feeling, zum anderen aber auch ein etwas größerer Konflikt mit zwei großen Fraktionen. Ich glaube, das kann viele Leute in die Kinos locken, wenn es halt gut umgesetzt wird, keine Logiklücken drin sind, gutes Marketing betrieben wird und die ein oder andere gute Actionsequenz mit drin ist, dann wird das, glaube ich, ein wirklich, wirklich guter Film. Und sollte auch dieses Budget von 130 Millionen Dollar stimmen, wäre das ein für Star Wars-Verhältnisse geringes Budget, was natürlich durch das Volume aufgefangen wird. Dadurch muss man nicht auf Locations filmen und das Ganze wird dadurch deutlich preisgünstiger. Wenn man das mal so vergleicht, die Sequels haben zwischen 300 und 450 Millionen Dollar pro Film gekostet und auch Rogue One 200 und Solo A Star Wars Story wohl 250 Millionen. Klar, Episode 7 hat dafür auch 2 Milliarden eingenommen, aber selbst wenn jetzt so ein Mando und Grogu Film nicht Milliarden einnehmen würde, sondern ich sag mal nur in Anführungszeichen so 500 bis 600 Millionen US-Dollar an den Kinokassen, könnte so ein Mando-Film schon ein guter Erfolg werden, wenn man den dann natürlich auch nach ein paar Monaten auf Disney Plus packt, dadurch noch mehr Disney Plus Abonnenten bekommt und so, hat das wirklich Chancen, ein finanzieller Erfolg für Lucasfilm, Star Wars und Disney zu werden. Was dann natürlich auch die Zukunft von Star Wars Filmen so ein bisschen mehr absichern könnte. Sowohl für die Fans würde das bedeuten, okay, wir haben wieder einen Star Wars Film, der sich gut anfühlt, und Lucasfilm und Disney könnten dann sagen, ja, wir haben endlich wieder ein Plus gemacht mit einem Film, da kann man dann weiter drauf aufbauen. Aber was sagt ihr? Wie steht ihr bisher zu dem Film und was sagt ihr zu den Leaks? Schreibt's gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr mehr über die Neue Republik erfahren wollt, vor allem über deren Raumschiffe, habe ich vor kurzem schon ein 50-Fakten-Video über die Raumschiffe der Neuen Republik gemacht, mit Kanon- und Legends-Schiffen mit dabei. Das findet ihr hier verlinkt. Damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.